Es ist ja eine Schicksalsgeschichte. Es ist eine Geschichte, die eine Frau, man lernt sie kennen im Sommer, sie ist mit einem Mann glücklich zusammen. Sie schläft ein und sie erzählt, also man merkt ihr an, dass ihr etwas nachhängt, dass sie etwas noch nicht bewältigt hat. Man weiß aber noch nicht was. Und dann wacht sie auf und es ist 3 Monate vorher und der Mann, mit dem sie vorher zusammen war, kommt in das Zimmer und sie stellt relativ schnell fest, sie ist irgendwie in der Zeit zurückgefallen und kann sich das nicht vorstellen. Dann setzt etwas ein, dass man versucht, es zu verstehen, dass man es irgendwie auch annimmt, weil man jetzt sowieso nichts machen kann. Man hat ja auch niemanden, mit dem man darüber sprechen kann, weil das kein Mensch verstehen würde. Und dann versucht man also so eine Art von Normalität herzustellen. Und im Laufe dessen merkt sie aber, und ich glaube, das ist der Unterschied zu dem, wo sie es das erste Mal erlebt hat, dass sie so nicht leben kann. Dass das, was ihr da dann 3 Monate später passiert, das Richtige sein wird. Und also kann sie Entscheidungen treffen. Und sie trifft Entscheidungen darüber, ob sie sich nicht mehr um Emily kümmert, zusieht, dass sie was am Schicksal ändern kann, damit dieser Unfall nicht passiert, dass sie sich um eine Nähe zu Otto bemüht, damit, falls was passiert, sie keine Fremde für ihn ist. Und es natürlich ist eine der Schlüsselszenen, diese Trennungsszene von Philipp, ist für mich so etwas, die ist ja gar nicht bitter oder böse, sondern es ist einfach eine, nochmal eine Analyse dessen, worin man gefangen ist, wohin man sich da manövriert hat in 9 Jahren. Wo beide ja meines Erachtens recht haben. Also das ist, wo Philipp ja sagt, ja, es ist zwar schwierig, aber es ist ja nicht das Schlechteste. Aber es ist eben die Frage für Juliane, ist für mich jetzt die Geborgenheit, die Sicherheit, das, was ich kenne, wichtiger oder muss ich einfach mein Leben neu gestalten, neu überdenken, neu gestalten und das mit jemand anderem, wo ich weiß, ich werde den treffen. Und da macht sie also eine konsequente, sie entscheidet sich. Und das ist der Unterschied, glaube ich, zu der Trennung, wenn sie denn je stattgefunden hat, vorher. Also sie beendet die Dinge und ist deswegen am Ende, habe ich das Gefühl, ist sie durch etwas hindurch, sie ist sehr wesentlich selbstbewusster, verantwortungsbewusster und freier. Also es ist für mich ein Happy End der Liebesgeschichte, aber auch von Juliane selber, dass sie mit sich in Ordnung ist, weil sie nicht davongerannt ist vor dem Problem. Das erzählt es auch. Sie hat etwas empfunden und gespürt, was sie nicht loslassen kann. Und das ist ja so mit der Liebe, da kannst du ja dir 1000 Dinge einreden, das funktioniert ja einfach nicht. Und ich glaube, sie hat es so tief empfunden und gemerkt, es ist jetzt das Richtige, egal was dann kommt, also ob ich mein ganzes Leben auf den Kopf schmeiße, ich muss dahin zurück. Ich muss es zumindest versucht haben. Und also sicher ist sie sich in keinem Moment, glaube ich. Aber sie weiß, dass es ihr wichtig ist. Und ich glaube aber eben auch in den Momenten, wo sie sich von Philipp trennen, so ist es, egal ob es später funktioniert oder nicht, so geht es nicht weiter. Und das ist ja eine große Selbstständigkeit eigentlich. Wann spielt man schon mal eine Rolle, die einfach 3 Monate in der Zeit zurückfällt? Und das gibt dir natürlich auch eine große Freiheit, weil mir kann ja keiner sagen, nein, so kann das ja nicht gewesen sein. Sondern das versuche ich in meiner Vorstellung mir irgendwie nachzuempfinden und vorzustellen. Und natürlich anhand der Geschichte, ist ja klar, ist ja schon was vorgegeben. Aber das hat mich gereizt. Dann hat mich gereizt, was das mit ihr macht, wie sie sich verändert als Charakter. Dass man so oft andocken kann an ihre Geschichte. Also weil es so viele Momente in dem Film gibt, finde ich, die man selber auch kennt. Und wo man vielleicht auch oft Dinge so verstreichen lässt, ohne sich wirklich zu verhalten und danach nicht so richtig zufrieden ist mit sich selber. Und man vielleicht dann denkt, oh, wenn ich das nochmal machen könnte, ich würde das anders machen. Und sie bekommt diese Chance. Gleichzeitig ist es aber auch total verzweifelt und desperat, weil sie hat sich ja nicht dafür entschieden.
sondern sie wird da einfach reingeworfen, sie wird in kaltes Wasser geworfen und muss jetzt schwimmen. Und dieser Weg, dieser Lauf dieser Figur, dem so nachzuspüren und nachzugehen, das war spannend, das auch so in der Waage zu halten, dass es nicht zu schwer wird, dass es eine Leichtigkeit behält, aber auch nicht zu komisch, also es sollte jetzt keiner Weise wie täglich grüßt das Murmeltier zum Beispiel oder so, aber das waren natürlich alles Filme, die man sich auch anguckt in der Vorbereitung, so, weil das, den liebe ich ja total, der ist ja wahnsinnig komisch, aber das ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem davon so Elemente zu haben, dass es leicht und lebendig bleibt. Das waren alles, das war echt eine aufregende Arbeit, also an der Figur. Ich war selber noch nie in Finnland, ich hatte noch nie eine Midsommernacht erlebt, was ja wirklich bedeutet, dass die Sonne einfach nicht untergeht, nur so einmal kurz am Horizont entlang kickt und wieder aufsteigt. Sprich, du fühlst dich die ganze Zeit wach und du hast bist energiegeladen. Also das hat mir so viel erzählt, woher Juliane kommt, wonach sie sich auch sehnt, dass sie da hinfährt mit ihrer neuen Liebe und trotzdem noch so ein bisschen dem nachhängt, woher sie kommt, dass sie da noch etwas nicht bewältigt und beendet hat. Das hat mir sehr viel gegeben für den Winterteil. Es war für das Ende ein bisschen schwieriger, ist ja klar, weil einem die Spanne fehlt, die Geschichte erzählt zu haben und dann denjenigen wieder trifft. Aber es war für mich was im Nachhinein, muss ich sagen, Glücksfall, dass ich das erleben konnte als Person wirklich. Und dann wusste, wonach sich Juliane sehnt, wohin sie zurück will, worum sie kämpft in diesem Winterteil. Man sieht die beiden ja auf dem Weg durch Finnland. Sie kommen ja nie an. Also man sieht nicht, wo ihr Vater lebt oder so, sondern man sieht die Wälder Finnlands, man sieht die Seen. Es hat eine große Ruhe, finde ich, strahlt es aus. Eine Leichtigkeit, eine Schönheit. Das Licht ist fantastisch und es ist eigentlich, manchmal erinnert es mich auch, wenn man diese Straße so sieht, wie so ein Roadtrip in Amerika, könnte es auch sein. Also geht um so eine Weite, um sich öffnen, um Freiheit vielleicht auch. Ich habe mich über den Klang genähert, eigentlich so, als würde man ein Lied auswendig lernen. Die Schwierigkeit war, also ich habe das mit einer Finnin trainiert, sag ich mal, die Schwierigkeit war, dass ich überhaupt keine Referenz hatte. Also wenn man Spanisch sprechen muss oder Französisch oder auch eine andere Sprache, die man nicht kann, deren Klang man aber kennt, dann kann man sich an irgendwas orientieren. Und bei Finnisch hatte ich keine Ahnung. Also sie hat irgendwie Hyvä gesagt, dann sage ich Hyvä und sagt nein, Hyvä. Ich denke, aber was ist der Unterschied? Ich höre keinen Unterschied. Das war so ein bisschen die Schwierigkeit. Und Henk wollte zu Beginn auch, dass es absolut akzentfrei ist, bis ich dann gesagt habe, also das ist unmöglich. Ich höre es einfach nicht. Ich bilde mir ein, ich bin nicht unmusikalisch, aber ich kann das nicht wirklich steuern, weil ich keine Referenz habe. Und da habe ich gesagt, komm, die hat eine deutsche Mutter, finnischen Vater, kannst du schon mal einen Akzent haben. Und alle Finnen fanden den Akzent irgendwie niedlich und deswegen hatte ich ihn dann umgestimmt. Na, hyvä yötä, eben. Gute Nacht und warte mal. Nuku Hyvin, schlaf gut. Es schien erstmal so in Helsinki und Oulu auch, da war jetzt gar nicht so viel mit Mücken los. Und dann aber spätestens, als wir an den See kamen, das war heftig. Also das ist, teilweise haben sie nicht mal gestochen, aber dessen kannst du dich natürlich nicht sicher sein. Und dann hatten wir so selbstgebastelte Hüte, mit so einem wirklich, also wir haben es immer so Ganzkörper Moskitonetz genannt, es waren aber letztendlich Moskitonetze, die du über Betten hängst. Und die haben wir uns über diese Hüte drüber geworfen und saßen dann immer so, wenn wir warten mussten, bis wir wieder dran sind und dann kurz vor der Klappe einfach weg mit dem Zeug und dann spielen. Im Film sieht man es überhaupt nicht, wie das immer so ist, wie durch so ein Wunder. Aber die waren allgegenwärtig, also das war eine kleine Plage. Wir kommen ja alle aus einer Klasse und wir haben aber nicht mehr im Berufsleben, sage ich mal, zusammengearbeitet. Und da ist man schon, dass man dann gleich so ein Liebespaar spielt und so, das ist ja fast wie, als würde man das mit einem Bruder machen. Also man kennt sich ja dann doch,
doch besser als andere Kollegen, weil man halt auch so eine Schulzeit ist ja eine intensive Zeit und das hat sich sofort gelegt. Also das war sofort, diese Vertrautheit war sehr, habe ich als etwas sehr Positives empfunden und auch man konnte einfach sehr frei und gleichzeitig genau miteinander arbeiten, ohne dass man so viel darüber reden musste. Das hat sich so eingestellt und das war echt eine Freude. Das war toll. Wie viel ist überhaupt wichtig, sich damit zu beschäftigen, dass sie permanent darüber nachdenkt, was war passiert, ab wann verabschiedet sie. Also den ganzen Bogen und Lauf dieser Figur, da haben wir sehr lange und viel drüber gesprochen. Was ich persönlich toll finde, weil dann hat man diese Vorbereitung erledigt, geht damit schwanger und ist angefüllt damit und dann kann man es beim Drehen wieder loslassen oder sprich nicht mehr drüber nachdenken und dann kommt der Bauch ins Spiel sozusagen. Und da ist er ein Regisseur, der sehr genau weiß, was er will und gleichzeitig aber auch dir das Vertrauen schenkt, auch zu sagen, mach mal, ich gucke einfach, was passiert. Und das finde ich grandios. Also das hilft sehr, dass man auch so mal was wagt und denkt, dann vielleicht geht das jetzt in die Hose, dann machen wir es halt nochmal. Aber dass man diese Zeit hat, dass er einem diese Zeit gegeben hat, den Dingen nachzuspüren, während des Spiels, mit dem Partner, mit so und auch, dass man probt vorher die Szenen, dass man da diese Zeit hatte, das war schön. Schaut ihn euch an, begebt euch auf eine Reise und seid sicher, ihr werdet glücklich rauskommen.